Hallo meine Lieben und willkommen in einer neuen Woche, an einem neuen Tag. Und wie ihr seht, das Hasenküken steht immer noch am gleichen Platz. Wie konnte das passieren? Von den Kommentaren her gab es, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal den Wunsch, dorthin zurückzugehen, um sich im Zweifelsfall danach halt hier lang zu orientieren, und einmal den Wunsch, dorthin zu gehen. Da sich aber nicht bis 18 Uhr geeinigt wurde und es leider auch keine dritte Stimme gab, die irgendwie was ganz anderes vorgeschlagen hat oder sich einer dieser Stimmen zu angeschlossen hätte, war jetzt so die Frage, ja gut, was mache ich denn jetzt? Weil es gab jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich hätte sagen können, ja gut, ich schließe mich der Meinung an, es geht jetzt hier unten lang. Oder ich schließe mich der Meinung an, es geht jetzt hier lang. Oder ich beschließe einfach, es geht ganz woanders lang, einfach so als Ausgleich. Oder wir bleiben einfach stehen und es passiert gar nichts. Nun ist es so, dass gar nichts irgendwie so ein bisschen unbefriedigend ist. Wäre was anderes gewesen, wenn ihr jetzt zusammen beschlossen hättet, halt hierhin zu gehen, weil da ist ja einfach bekannt, da passiert gar nichts. Aber eigentlich hatte ja zumindest eine Person den Wunsch, dass es halt hier auf das gelbe Ei geht und dann hätte es was gegeben. Also, nun die Frage, gehen wir irgendwo hin? Gehen wir nirgendwo hin? Passiert was? Passiert nichts? Große Frage und die Tage werden weniger. Und dann habe ich einfach beschlossen, ja gut, dann ist das kleine Hasenküken also genauso überfordert wie ich jetzt gerade mit der Situation und bleibt an der Stelle stehen. Und deswegen wird es jetzt im Anschluss ausnahmsweise eine blaue Geschichte geben. Auch wenn die da nicht vorgesehen gewesen wäre und auch eigentlich, ihr seht das ja, eigentlich gar nicht möglich ist, die wird es jetzt trotzdem geben. Und im Anschluss sehen wir uns noch einmal an dem Spielbrett wieder. Also schön dranbleiben. Das kleine Hasenküken. Große Ratlosigkeit. Völlig überfordert mit der Gesamtsituation und unsicher, ob es dem blauen, kichernden Schmetterling folgen sollte, hockte sich das kleine Hasenküken einfach auf den Boden und seufzte. Es lehnte sich leicht an den orangenen Bollerwagen an und fühlte sich völlig verloren in dem großen Labyrinth. Sollte es vielleicht doch die Eier einfach zurück zur Malerwerkstatt tragen? Es war ja nicht für die Auslieferung zuständig, und vielleicht kannte ja sonst jemand den Weg. Eine neue Perspektive wäre gut, vernahm das kleine Hasenküken ein leises Flüstern und erschrak fürchterlich. Wo kam denn nun auf einmal diese Stimme her? Rechts und links war niemand zu sehen, und es war beinahe so, als wenn es aus der Hecke gekommen wäre. Konnten Hecken sprechen? Es war schon seltsam genug, dass Schmetterlinge kicherten, aber Hecken, die redeten, waren doch nun doch etwas völlig anderes. Wer hat denn da gesprochen? Fragte das kleine Hasenküken nervös, versuchte vor und hinter sich gleichzeitig zu schauen und fiel dabei schließlich um. Sehr gut, lobte die mysteriöse Stimme aus der Hecke heraus, und nun ein Stückchen weiter links. Verwirrt und ohne klar darüber nachzudenken, tat das kleine Hasenküken, was die Stimme verlangte. Es blieb auf dem Boden liegen, wandte sich etwas nach links und erblickte am Fuße der Hecke, genauer gesagt ein wenig darin verborgen, einen kleinen Maulwurf. Guten Tag, sagte das kleine Hasenküken. Hast du mich angesprochen? Ich wünsche ebenso einen guten Tag, und ja, ich war so frei, antwortete der Maulwurf. Du wirkst etwas verloren. In solchen Situationen ist eine andere Perspektive zumeist hilfreich. Das sagt sich so einfach, murmelte das kleine Hasenküken bedrückt. Ich muss zum großen Mümmler und weiß nicht, wo es lang geht. Obendrein scheint es hier so viele Eier zu geben, dass ich nicht weiß, wie ich sie rechtzeitig alle einsammeln soll. Weißt du vielleicht einen Rat? Der kleine Maulwurf dachte einen Augenblick nach, kratzte sich den Kopf und meinte dann: Eigentlich habe ich ziemlich viel zu tun, aber ich kann dich einmal durch meine Gänge lassen. Durch die kommst du überall im Labyrinth hin, wo du hin möchtest. Oh, das klingt fantastisch, freute sich das kleine Hasenküken, doch die Freude hielt nicht lange. Bedrückt deutete es auf den orangenen Bollerwagen.
Der wird nicht in deine Gänge passen. Und ohne ihn kann ich leider nicht all die schönen Eier sammeln. Kann ich nicht gleichzeitig tragen. Einen Moment musste der kleine Maulwurf wieder nachdenken. Doch dann schien ihm auch schon wieder etwas einzufallen. Du kannst die Eier ja in meinen Bau kullern lassen. Und wenn du wieder hier zurück an deinem Bollerwagen bist, dann bringe ich sie dir vorbei. Freie Hände und kein Problem. Na, willst du auf meinen Vorschlag eingehen? Das war eine schwierige Frage. Wollte das Hasenküken dem leicht beleidigt reinschauenden Schmetterling folgen oder dem scheinbar hilfsbereiten Maulwurf? So viele Möglichkeiten waren einfach zu viel. Und da sind wir wieder zurück am Spielbrett. Ich hoffe, ihr habt der Geschichte gut zugehört und habt auch eine neue Figur kennengelernt. Also Figur im Sinne von in der Geschichte eine Figur, nicht eine neue Spielfigur. Und zwar den kleinen Maulwurf. Und der kleine Maulwurf hat ja dem kleinen Hasenküken ein Angebot gemacht. Und ich kriege jetzt gerade in der Nase. Scheiße. Der kleine Maulwurf hat ja dem kleinen Hasenküken ein Angebot gemacht. Und zwar ein einmaliges Angebot. Das möchte ich betonen. Das ist jetzt ein einziges Mal möglich. Dass das Hasenküken den Tunnel vom Maulwurf nutzen darf. Und damit darf es hin, wo immer es will. Das heißt, wir könnten jetzt von hier aus, zwar auch einfach hierhin, dorthin oder zu einem der roten Felder, wie es ja auch gestern die Möglichkeit gewesen wäre, aber wir könnten auch nach da oder nach dort oder dahin. Es ist völlig egal. Ihr dürft ein einziges Mal euch wünschen, wo ihr auf dem Spielbrett sein wollt. Ein einziges Mal. Und es gibt natürlich noch einen Haken an der Geschichte, den der Maulwurf ja auch erklärt hat, beziehungsweise dem Hasenküken klar wurde und mit dem Maulwurf ja agiert hat. Denn natürlich kommt der Bollerwagen nicht mit durch den Maulwurftunnel. Das heißt, das kleine Hasenküken kann zwar jetzt überall hin, ein einziges Mal betont, aber der Bollerwagen müsste da stehen bleiben. Und halt auch die Eier, die es dann halt an anderen Stellen dann in die ganzen Maulwurflöcher reinschubsen darf, kann es nur bekommen, wenn es halt hierher kommt. Das heißt, ihr könntet zwar euch jetzt wünschen, dass das Hasenküken jetzt hierhin geht und kann hier danach und nach Eier absuchen oder halt hier lang, ist ja egal, das bestimmt ja dann ihr. Und kann die Eier alle in den Maulwurfgang runterschubsen, aber es bekommt die Eier nur, wenn es hier einmal dann drüber läuft. Das heißt, ein einziges Mal werdet ihr dann einen Tag haben, wo ihr nur die Eier quasi einkassiert und sonst nichts bekommt. Aber damit bekommt ihr immerhin ein einziges Mal die Möglichkeit, euch völlig frei neu auszurichten, wo ihr hin wollt. Weil so dieser verlorene Tag, das war jetzt irgendwie so ein kleines Missgeschick, würden wir mal jetzt sagen. Und ist ja blöd. Sollte es in Zukunft zu wieder Unentschieden kommen, werde ich es, da gab es eine Anregung an mich herangetragen, werde ich es auswürfeln, was dann die Option sein wird. Das heißt, das hier ist jetzt wirklich eine einzigmalige Gelegenheit, die ihr jetzt gut nutzen könnt, wenn ihr wollt. Müsst ihr auch gar nicht. Also weiterhin besteht ja die Möglichkeit, dass ihr einfach hier hingeht. Es passiert dann gar nichts. Ihr geht dahin, ihr kriegt ein gelbes Ei, was halt basteln oder dergleichen bedeutet. Oder zu einem der beiden roten Eier, was halt Küchenchaos bedeutet. Oder aber ihr nutzt das Angebot von dem Maulwurf, geht auf irgendein Feld, wo immer ihr wollt, müsst aber halt später, wenn ihr Eier einsammeln wollt, hier lang vorbeigehen, weil das Hasenküken kann die Eier sonst nicht tragen. Ne? Ich bin sehr gespannt. Sollte irgendwer das nicht verstanden haben, was ich jetzt so gesagt habe, bitte in den Kommentaren nachfragen, weil es soll ja keine Missverständnisse geben. Und es wäre auf jeden Fall gut, wenn ihr im Laufe des Tages auch noch ein weiteres Mal schaut, ob eventuell irgendwer was kommentiert hat, damit ihr halt die Möglichkeit habt, mit wem auch zu diskutieren, falls jemand eine andere Meinung habt als ihr. Weil, vielleicht wäre es gar nicht zu einem Unentschieden gekommen, wenn da noch ein bisschen Diskussion stattgefunden hätte. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt, wie eure Entscheidung ausfallen wird, wo das Hasenküken sich also auf welche Weise auch immer morgen hinbegeben wird. Und, schönen Tag euch noch, ne?